When Susanna Cries machte Espen zum Popstar. Doch nach dem Überraschungserfolg mit seinem Debütalbum Red verschwand der junge Norweger wieder von der Bildfläche. Die Ansprüche an sich selbst und der Druck und die Erwartungen von außerhalb machten ihm zu schaffen. Doch nun ist er mit seinem neuesten Album This Is Pop Music zurück. Nach dem Erfolg vom letzten Album habe ich mir erstmal eine Auszeit genommen und lange Urlaub gemacht, weil ich so hart gearbeitet hatte. Anderthalb Jahre war ich in der ganzen Welt unterwegs, um die Platte zu promoten. Ich hatte mir also Zeit für mich genommen und dann bin ich wieder ins Studio und habe mir viel Zeit gelassen, um ein neues Album aufzunehmen. Manch einer ist vielleicht überrascht zu hören, dass Espen Lind seine neue Platte fast im Alleingang produziert hat und auch unzählige Instrumente beherrscht. Das ist das, was ich schon immer getan habe. Schon seit ich 3 oder 4 Jahre alt war, war Musik das Einzige, was mich interessierte. Meine Mutter war Musikerin, deshalb hatten wir immer viele Instrumente zu Hause, ein Klavier, eine Gitarre, und ich wurde immer mutig zu spielen. And I was always encouraged to play. This Is Pop Music hat in Norwegen schon vor der Veröffentlichung Platin-Status erreicht und wird bei uns am 29. April erscheinen. Als Vorgeschmack gibt es aber jetzt schon mal die erste Single Life Is Good. Ich habe den Song geschrieben, als ich eines Tages draußen vor meinem Studio gesessen habe. Es war sonnig und warm und die Vögel zwitscherten. Ich saß dort mit meiner Gitarre und habe einfach so rumgespielt. Plötzlich kam mir dieser Refrain in den Sinn und ich fing an zu singen. Life Is Good. Denn zu der Zeit war mein Leben einfach verdammt gut. Just popped into my head and I started singing it, because at that point life was pretty damn good. Und gut war auch die Idee zum Videoclip, obwohl der Videodreh scheinbar nicht ganz ungefährlich war. The funny thing about the video. Das Lustige an diesem Video ist, dass alle denken, die Bomben wären nur fake und computeranimiert, aber sie sind tatsächlich echt. Die Bomben und auch das Flugzeug. Die ganze Filmcrew musste Schutzkleidung tragen und ein Feuerwehrauto war vor Ort. Die Menschen, die dort in der Nähe wohnten, haben nichts von dem Video mehr gewusst und schauten aus dem Fenster, sahen Flugzeuge und wie ein ganzes Feld in Flammen aufging. Die Leute dachten, der dritte Weltkrieg bricht aus und riefen die News an. Nachrichtenteams kamen und so war dann alles in den Abendnews. So viel Aufregung, nur für ein Rockvideo. And with the entire field going up into flames, so that, you know, people started thinking, hey, World War III is coming, you know? So, and they started calling the news came, and it was on the evening news, and so it was a lot of noise for just a rock video. So ist also zur optimistischen Single Life Is Good ein Video entstanden, das einige Gags auf Lager hat. Life is good. Weil ich beim letzten Mal mit einigen traurigen Songs, wie meiner ersten Single rauskam, wollte mich viel in die Rolle des traurigen jungen Mannes pressen. Sie wollten mich als introvertiert, launisch und sich selbst zu ernst nehmen sehen. Ich habe mich in dieser Rolle nicht wohlgefühlt und diesmal wollte ich damit Schluss machen. Deswegen ist der Clip zu Life Is Good auch so humorvoll. And to make a video that was intentionally humorous. So gut wie es zurzeit für Espen Lind läuft, hat er auch keinen Grund, traurig zu sein.